Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ihr lieben Konfirmanden, ich war vor gut 4 Wochen zur Kur am Bodensee. Und als ich aus dem Zug am Bahnhof von Radolfzell ausstieg, da kam ich ins Staunen. Zum einen, der Bahnhof lag direkt am Bodensee und dort lag zum anderen ein großer großer alter Anker wie dieser hier. Also den habe ich jetzt nicht vom Bodensee mitgebracht, der kommt aus der Hauptstraße. Den hat mir jemand freundlicherweise geliehen. Mächtig ist er. Ja, der Sackkarre habe ich dran gekarrt. Also so wackelt er ein bisschen, aber so... Der hat es echt in sich, der muss schwer sein. Ich hatte mal einen aus Styropor, der hält was. Und so muss es auch sein. Ein Anker muss groß und mächtig sein. Heute Morgen kann ich euch sagen, da werdet ihr eine Menge über Anker lernen. Das Erste, das haben wir gerade schon gehabt, das Wichtigste ist das Gewicht. Anker müssen schwer sein, sei es aus Beton oder eben auch aus Stahl, wie die meisten. Anker, habe ich selbst gelernt, haben auch ein Geschirr. Das Geschirr des Ankers, das ist zum einen der Anker selbst, dann gehört natürlich ein Tau oder eine schwere Kette dazu und hier oben das nennt man Schägel. Dieser Bügel, der ist auch ganz wichtig. Manche Anker, die haben auch sogenannte Flunken. Flunken, das, Flunken hieß es. Das ist das hier, das sind diese Schaufeln, die können sich richtig tief eingraben, in den Boden sich fest eintragen. Wichtig dafür ist, dass die Kette lang genug ist. Die Kette muss also nicht nur einfach vom Boden bis unten zum Boden reichen, sondern die muss mindestens 5-mal so lang sein. Besser ist es sogar noch länger, 10-mal. So lang, damit die Kette flach am Boden liegen kann und der Anker flach liegt und sich eingraben kann. Also musste ich auch alles nachlesen, Wikipedia, so schlau bin ich auch nicht. Aber ich fand es ganz interessant. Je länger die Kette, desto besser. Und dieser Halt ist wichtig, denn der Anker kann bis zu das 300-fache seines Gewichtes festhalten. Ich habe gelernt, dass es in der Berufsschifffahrt gar nicht heißt Anker lichten, sondern entweder Anker hieven oder nur Anker auf. Und wer vom Anker werfen spricht, der outet sich gleich als Landratte, denn der Anker, so habe ich in Erfahrung gebracht, der wird nicht geworfen, sondern fallen gelassen. Und das Kommando dazu heißt in der Seemannssprache, Anker fällt. Also, wichtig ist, der Anker gibt Halt. Und wir Menschen brauchen Halt. Bei Unwetter und Fluten wie die, von denen wir derzeit so viele Bilder in dem Fernsehen sehen, da ist äußerlicher Halt wichtig. Da wurden Feuerwehrleute von den Fluten mitgerissen und einer fand keinen Halt mehr und ertrank. Ein anderer wurde von Menschen festgehalten und herausgezogen aus den Fluten, dort wo vorher nur einfache kleine Bäche waren. Also äußerlicher Halt ist wichtig und innerlicher Halt ist wichtig. Denn auch in unserem Leben gibt es stürmische Zeiten. Manch ein Sturm ist schon über unser Leben gefegt. Das habt auch ihr jungen Leute schon erfahren. Auch ihr Konfirmanden in euren jungen Jahren. Wenn sich Eltern trennen, dann ist das manchmal wie eine Flutkatastrophe. Wenn eine Firma insolvent geht, wenn man die Arbeit verliert, oder wenn man einen schlimmen Unfall erleidet oder eine schwere Krankheit an ihr erkrankt, das ist wie so eine Sturzflut, die uns mitzureißen droht. Da brauchen wir Halt.
In der Kur, da habe ich gestaunt, wie oft das Gewitter und der Sturm von der Schweiz her und ihren Bergen zu uns zum Bodensee kam, wie der dann aufgewühlt wurde. Da brauchen wir Halt. Und auch in unserem Bibelwort kommt der Anker vor, der Halt gibt. Wir haben vorhin den Zusammenhang des Hebräerbriefes gehört in der Lesung. Und das Wichtigste, das möchte ich euch jetzt nochmal vorlesen. Diese Hoffnung, heißt es dort, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und ein fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Also die Hoffnung ist ein Anker. Weiß nicht, ich will mal hoffen, von euch hat noch keiner ein Tattoo. Ihr seid ja gerade mal 13, 14. Aber manch einer, der hat ein Tattoo mit einem Anker drauf und einem Herzen und ein Kreuz. Wofür steht denn der Anker? Für die Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung, gerade wir. Ihr Konfis, ihr musstet auf so viel im Konfijahr verzichten. Wir haben nicht in der Kirche übernachtet, wir waren nicht bei Rock the Church, wir haben keine Fahrt unternommen, um wegzufahren auf Konfifahrt, sondern so viel, es ging einfach nur digital. Und auch in euren Familien, mit euren Freunden musstet ihr auf so vieles verzichten, sei es in der Schule oder in der Freizeit. Wir brauchen Hoffnung, dass es wieder besser wird. Viele haben die Hoffnung, dass sie gesund werden oder gesund bleiben. Wir brauchen die Hoffnung, dass wir diese ganze Corona-Krise durchstehen. Für welche Hoffnung aber steht der Anker in der Bibel? Was kann uns wirklich Halt geben? Liebe Gemeinde, die Hoffnung, die Gott uns schenken will, ist keine vage, ungewisse Hoffnung. Bei Gott ist es nicht so, wie viele meinen, naja, genaues weiß man nicht. Unsere Hoffnung ist mehr als, ich hoffe, dass es morgen gutes Wetter geht. Denkt ihr an den Anker, der richtig schwer ist? Solch eine Hoffnung will Gott uns machen. Eine Hoffnung, die trägt, die Halt gibt im Leben und im Sterben. Und die muss mächtig und stark sein. Und darum finde ich das Bild vom Anker so toll, der eben stark und mächtig ist. Ihr könnt es ja mal probieren. Wollt ihr mal probieren, ob ihr ihn heben könnt? Stark muss man sein, ja. Ich will aber nicht sagen, dass ihr nicht schwach seid. Ihr seid schon ganz schön stark, finde ich, in eurem Leben. Habt ihr schon so manches gemeistert. Also, die Hoffnung, die Gott uns schenkt, die ist aus mehreren Gründen stark. Zum einen ist es keine selbstgemachte Hoffnung. Es ist keine herbeigewünschte oder erträumte Hoffnung, denn christliche Hoffnung ist wider alle Vernunft und wider den Augenschein. Denn mal ehrlich, wer hat schon Gott selbst gesehen? Oder wer hat jemand gesehen, der auferstanden ist? Dass jemand gekreuzigt wird und aufersteht, das wünscht sich kein Mensch. Darum, unsere Hoffnung beruht auf Gott, der uns Hoffnung schenkt. Und zweitens, Gott ist es, der uns die Hoffnung in uns wirkt. Frühere Konfirmanden, und ich gucke jetzt mal so in die älteren Kirchenvorsteher, die haben Martin Luthers Erklärung gelernt zum dritten Glaubensartikel, wo Martin sagt, ich kann nicht aus eigener Kraft glauben und hoffen, sondern Gottes Geist wirkt es. Unsere Hoffnung kommt von Gott und ruht auf Gott. Sie ankert gewissermaßen bei Gott. Jesus ist darum unsere Hoffnung, denn er ist ganz nah bei Gott und darum ist unsere Hoffnung auch stark. Was also ist eure Hoffnung, ihr lieben Konfirmanden? Was ist ihre Hoffnung, liebe Gemeinde? Vielleicht, dass es gesundheitlich bald wieder besser geht. Vielleicht, dass ihr schöne Ferien habt. Ich wünsche euch und Ihnen, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Aber ich wünsche euch vor allen Dingen, dass ihr noch größere Hoffnung habt. Dass eure Hoffnung reicht bis in die Ewigkeit zu Gott hin.
Denn diese Hoffnung gibt uns Halt. Bei Gott sind wir zu Hause. Und die Ewigkeit will er mit uns verbringen. Lasst uns also den Anker unserer Hoffnung nicht nur auf die Dinge dieses Lebens werfen, sondern vor allem bei Gott auswerfen. Werft den Anker eurer Hoffnung bei Gott, bei Jesus aus. Oder besser gesagt, lasst ihn dort fallen, wie ich gesagt habe vorhin. Den Anker der Hoffnung bei Gott fallen lassen. Kein Krampf, sondern fallen lassen und vertrauen. Das hält im Leben wie im Sterben. Ich muss nun jetzt noch einmal auf die Kette zurückkommen oder auf das Tau. Ich weiß nicht, was meint ihr, was würdet ihr sagen? Werdet ihr von euren Eltern eher an der kurzen Leine oder an der langen Leine gehalten? Wie ist das so bei euch? Was sagen eure Eltern dazu? Der Anker wird durch das Seil, durch die Kette gehalten. Und es ist ja klar, ein schwerer Anker, der nutzt nichts, wenn die Kette nichts taugt. Da ist, wenn es eine Kette ist, da ist jedes Glied wichtig. Und die Kette eures Lebens, das sind eure Eltern, euer Vater, eure Mutter, eure Großeltern, die für euch da waren und sind, die Paten, die Geschwister, das sind solche Kettenglieder, die Halt gegeben haben. Aber freilich auch eure Freunde und vielleicht auch ein klein bisschen unser Konfi-Unterricht mit dem, was wir euch mitgegeben haben. Vielleicht ist heute auch einmal Gelegenheit, Danke zu sagen für den Halt, den euch beispielsweise eure Eltern euch gegeben haben in all den Jahren. Nochmal aber auch zu den Eltern. Beim Anker, da ist es ganz wichtig, so habe ich es ja gesagt, dass die Kette lang genug ist, mindestens das Fünffache, besser noch mehr als die Wassertiefe. Nur wenn die Kette lang genug ist, kann der Anker flach liegen und sich am Grund festmachen. Ihr lieben Eltern, könnte es sein, dass auch unsere Kinder diese lange Kette manchmal brauchen. Ihre Kinder brauchen sie als Halt, als Vater und Mutter. Aber sie brauchen auch immer wieder die Kette, die Freiheit der langen Kette, der langen Leine. Denn dann haben sie wirklich einen Halt. Wir feiern heute Konfirmation. Ihr Jungen und ihr weniger Jungen feiert heute richtig Konfirmation. Denn Konfirmation kommt aus dem Lateinischen, bedeutet sich festmachen. Macht euch bei Gott fest, heute und morgen und alle Zeit, für gute wie in schlechten Zeiten, für hier bis in die Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.